Im sogenannten Kriensa-Haus auf der Lindenberg-Passhöhe ist ein Luzerner Heimatmuseum entstanden. Gegenwärtig wird dort eine Ausstellung von zwei Luzerner Malern mit überregionaler Bedeutung vorbereitet. Als Luzerner Anker bezeichnete man den 1934 verstorbenen Franz Elmiger aus Ermensee. Andere nannten ihn auch den Luzerner Koller. Otto Weber, Bürger von Beromünster, verstorben 1967, schuf bereits 1931 diese Vision in Paris. Weber hatte in Paris und Florenz studiert. In den unteren Räumen des Museums sind etwa 250 Holzmasken, vorwiegend aus dem Kanton Luzern stammend, untergebracht. Im rustikal gestalteten Keller bedeuten die Arbeiten des Luzerner Kunstmalers Leopold Häfliger eine willkommene Abwechslung.